Evi Lankura, deutschsprachige Singer-Songwriterin, bezeichnet ihr Leben als eigenwillig. Sie lebt mit viel Herz und schreibt ihre Musik spontan aus dem Bauch heraus. Eine Bezeichnung für ihre Musikart hat sie noch nicht gefunden. Sie lässt sich gerne inspirieren mit und durch ihre Musik. Mit ihrer Gitarre stand sie auf den großen und auf kleinen Bühnen. Wichtig für sie ist der direkte Kontakt zum Publikum. Diesmal kam sie nach Northeim. Ein Wohnzimmerkonzert steht auf dem Plan, verbunden mit einem Musikvideodreh zu ihrem Song Schleier. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Organisieren. Am Organisieren? Ja, am Organisieren halt von Auftritten oder jetzt von Unterricht, den ich auch gebe. Habe ich irgendwie das Bedürfnis, auch was mit Kindern zu machen. Hast du Gitarre spielen auch gelernt oder hast du dir selber beigebracht? Mir selber beigebracht. Selber? Ja. Wann war das eigentlich? Vor 5 Jahren ungefähr. Erst vor 5 Jahren? Ja. Wann hast du angefangen zu singen? Wie alt warst du denn? Das ist halt so eine Frage, die kann ich irgendwie kaum beantworten. Da sage ich halt, ja, solange ich zurückdenken kann, singe ich. Vom Bahnhof fuhren wir nach Hause. Es mussten noch Vorbereitungen getroffen werden. Bevor die Gäste kommen, gibt es noch einiges zu besprechen. Aus Liebe zu den Tieren ernährt sich Evi seit 13 Jahren vegan. Also ich habe von mir als Kind schon immer irgendwie behauptet, tierlieb zu sein und hatte immer irgendwie eine sehr große Verbindung zu Tieren. Und dann habe ich mich da einfach immer mehr informiert und dann bin ich halt erst Vegetarierin geworden, weil ich verstanden habe, was das, was ich da auf dem Teller habe, wo das eigentlich herkommt und dass das eigentlich mal irgendwie gelebt hat. Und das konnte ich halt nicht ertragen, den Gedanken. Und dann habe ich das halt gelassen und dann habe ich mich immer mehr informiert und habe einfach auch herausgefunden, dass dass es nicht nur irgendwie den Tieren schlecht geht, die irgendwann auf dem Teller landen, sondern auch schon vorher. Und insofern war ich da einfach konsequent. Ist das immer eine Voraussetzung, wenn du zum Beispiel ein Wohnungskonzert machst, das wird veganisch oder wie, hilf mir mal bitte, veganisch gegessen? Oder das heißt ist vegan, ja. Vegan. Nee, das ist eigentlich nur so ein persönlicher Wunsch von mir. Also bis jetzt hat das eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also ich sage dann einfach, es wäre halt toll, ich lebe ja vegan und einfach die Musik, also meine ganze Persönlichkeit hat ja auch damit zu tun. Das ist ja nicht nur irgendwie so irgendeine Nebensache, sondern das prägt mich ja auch sehr einfach, diese Verbundenheit zur Natur oder zu den Tieren. Und das kommt ja auch alles in den Liedern drin vor. Und deswegen sage ich halt immer, es ist einfach nur mein persönlicher Wunsch. Und das wäre toll, wenn es irgendwie vegan oder zumindest vegetarisch geht. Darf ich mal fragen, was bist du vom Beruf? Tja, immer auf der Suche. Auch auf der Suche, ja. Ja, ich glaube, ich bin vielerlei. Also ich bin irgendwie Künstlerin. Immer wenn ich so Biografien lese von Künstlern, dann sehe ich schon, ja, die sind irgendwie auch immer auf der Suche gewesen und wussten auch oft gar nicht, so sind die jetzt nur eins, sind die jetzt nur Musiker oder sind die jetzt auch Maler und so weiter. Und ich habe einfach irgendwie so viel in mir, dass ich noch gar nicht so richtig entdeckt habe und noch gar nicht so richtig ausgelebt habe. Und deswegen kann das irgendwie sein, dass ich in 10 Jahren wieder was ganz anderes bin. Evi, ganz banale Frage. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Meine Pläne sind, mir selber zu vertrauen und auch vertrauen, dass das, was ich empfinde, dass das schon richtig ist für meinen Weg. Das sind meine Pläne. Evi,
es freut mich. Also in einer Stunde geht das Konzert bei mir in die Wohnung. Es freut, dass du zugesagt hast und zu mir gekommen bist. Und ich bin gespannt, wie meine Gäste auf dich reagieren. Weil im Grunde genommen, ich bin schon dein Fan. Also viel Erfolg noch heute im Abend. Ja, danke. Sprüche, nee, wunderbar. Ganz tolle Texte und ganz tolle Lieder und eine ganz tolle Stimme. Hast du diese Weichheit, ne? Also ich fand es bisher echt schön. Mir gefällt auch, dass man so nah an die Künstler drankommt und mit ihnen so Kontakt aufnehmen kann. Ja, sehr entspannt. Finde ich jetzt ein schöner Abend bisher. Ich fand es sehr schön, sehr gefühlsvolle, angenehme Stimme. Die Musik ist sehr schön, es hört sich sehr gut an. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es ein wunderbarer Abend, ein gelungener Abend. Ja, ich bin gerne und viel auf Reisen und das ist irgendwann so ein bisschen durcheinander geraten, glaube ich, wenn ich davon erzähle. Dann sage ich mal beim einen Song, ja, und als ich da und da war, habe ich den Song geschrieben und folgt ein Song und beim nächsten Song, ja, und als ich da und da war, dann war ich schon wieder wo ganz anders und dann dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, deswegen habe ich eine musikalische Biografie. Sie heißt 2008 bis 2000x und kriegt fast jedes Jahr eine neue Strophe. 2008, ein Weg führt nach Santiago, zu Fuß als Pilger. Ich hab gar keine Wahl, Schachmatt von der Hitze. So langsam klang der Abend aus. Es gab noch viel Stoff für Gespräche im Kerzenlicht. Die Künstlerin und das Publikum waren sich sehr nah. Evis weiche Stimme und ihre gefühlvollen Texte hinterließen Wirkung. Man spürte ein wenig Melancholie. An dieser Stelle sei der Künstlerin mit dem großen Herzen noch einmal Dank für ihren eindrucksvollen Abend ausgesprochen. 2009, London Waterloo, ein großer roter Koffer in einer tiefschwarzen Nacht. Ein Hotel ist viel zu teuer, hab nen Kaffee von Starbucks, ich zieh durch die